wenn man so sich die Kommentare anschaut, tatsächlich so aus, als wären das mehr die Schwaben. Die lachen sehr gerne und sehr herzlich über sich. Früher war der Oster halt echt nur raff. Die haben hier kein Kokosnusswasser. Und deswegen haben wir darauf geachtet, dass es in der Kita auch Berliner Kinder gibt. Bärbel, für deinen YouTube-Channel Die Prenzelschwäbin hast du gerade den goldenen Bloggerpreis verliehen bekommen in der Kategorie Bester Videoblog. Wer oder was ist denn eigentlich genau die Prenzelschwäbin? Also erstmal vielen, vielen Dank für diesen Preis. Wir freuen uns unheimlich. Wir wussten nicht mal, dass wir nominiert waren und dann gleich einen Preis gekriegt haben. Also die Prenzelschwäbin ist eine satirische Figur, die einfach sehr viele Klischees auf sich vereint. Und ja, das ist eine, also so der Prototyp der Mutti im Prenzlauer Berg, so eine Yuppie-Bio-Mutter, die eben aus Schwaben nach Berlin in den Prenzlauer Berg gezogen ist und da alles besser weiß. Du hast es eben schon gesagt, du spielst ja eine Yuppie-Mutter mit schwäbischem Migrationshintergrund, so schreibst du auf deiner Facebook-Seite. Für deren Kinder, ich muss kurz zitieren, Bruno, Hugo, Luis und Wikipedia immer alles bio und ökologisch sein muss. Inwieweit spielst du dich denn eigentlich selbst? Du bist ja auch Mutter in Berlin. Ja, also ich würde sagen, genauso viel, wie es braucht, damit es sich eben irgendwie authentisch und gut anfühlt und genauso wenig, dass ich noch selber gut mit mir klarkomme. Also wer jetzt denkt, dass er Bärbel Stolz persönlich kennt, wenn er die Prenzelschwäbin guckt, darf das gerne denken. Und ich nehme das einfach als Kompliment für meine Schauspielerei. Du hast ja dein erstes Video auf YouTube im Juni 2014 hochgeladen. 1,5 Jahre später hältst du jetzt deinen, ich weiß nicht, ob es der erste ist, aber den ersten großen Preis in der Hand. Warum bist du eigentlich so erfolgreich auf YouTube? Das ist eine gute Frage. Das ist, glaube ich, eine Mischung aus ganz vielen Dingen, aus Spaß, Fleiß, Disziplin, Humor, guter Beobachtungsgabe. Da ist ein tolles Team eben um mich rum, allen voran mein Mann und mein Bruder, mit denen ich die Clips eben immer drehe und dann auch viele Freunde und andere Familienmitglieder, die uns unterstützen. Und wir selber legen eben die Latte für uns sehr, sehr hoch. Also wir stecken da wirklich sehr viel Zeit und Sorgfalt und Leidenschaft rein. Und nur wenn es uns selber auch wirklich gut gefällt, dann veröffentlichen wir die Sachen auch. Ja, und das macht vielleicht den Erfolg hoffentlich mit aus. So. Du hast ja auch einen Nerv getroffen, einen wunden Punkt der Berliner. Du parodierst ja die sozusagen die schwäbische Invasion in Berlin. Wer lacht denn Ja. eigentlich mehr über deine Videos, die Berliner oder die Schwaben selbst? Im Moment sieht es, wenn man so sich die Kommentare anschaut, tatsächlich so aus, als wären das mehr die Schwaben. Die lachen sehr gerne und sehr herzlich über sich. Aber ich glaube, das sind in der Hauptsache, also es sind auch Leute aus Hamburg, aus Düsseldorf, aus Frankfurt, aus München. Das sind halt Leute, ich würde sagen, mit Humor, die Ironie verstehen, die darüber lachen. Sorry. Ja, that's Pfand. Neue Dosenpfand, Dosen, Mehrwegpfand, Dosenpfand. I'm sorry, what? Und du, die hier nur 41 Likes? Findest du das eine gute Idee hier? Hugo, komm bitte, wir haben autogenes Training. Eines deiner Videos sticht ja besonders hervor. Über 500.000 Aufrufe hast du für das Video Shit, Prenzelschwaben, Say. Hast du bekommen Aufrufe, Views, wie auch immer. Warum ist ausgerechnet dieses Video so ein Hit im Internet? Dieses Video hat irgendwie sehr stark polarisiert. Das hat sowohl die Schwabenliebhaber als auch die Schwabenhasser ganz doll angesprochen. Das wurde auch sehr stark in den Medien diskutiert. Da haben die Leute untereinander angefangen zu diskutieren über Schwaben, über Berliner, über Bio, über Kindererziehung, über alles das. Und das hat sich dann so potenziert irgendwie so. Jetzt könnte man ja meinen, dass der Humor über Schwaben vielleicht irgendwann auch mal durch ist, ausgelutscht ist. Stattdessen wirst du 2016 ein Buch darüber veröffentlichen. Erzähl uns doch mal, worum es dabei geht. Dieses Buch trägt den Titel Ist es Bio? Ist das Bio?
Ja, und im Untertitel, die Prenzl-Schwäbin erzählt aus ihrem Kiez. Und darin sind so 20, ich lebe ja jetzt seit fast 20 Jahren in Berlin, da sind so 20 Jahre Berlin-Erlebnisse drin. Von mir als Schwäbin und von mir als Prenzl-Schwäbin. Also auch da muss man selber wieder rausfinden, wie viel die Prenzl-Schwäbin erlebt hat und wie viel Bärbel Stolz. Und das sind viele Geschichten zum Mitlachen, zum Mitleiden, natürlich praktische Tipps, also was die Kindererziehung angeht, und das Überleben in Berlin an sich. Und das kann man jetzt auch schon vorbestellen übrigens. Das gibt es ab Sommer, kommt es raus, aber vorbestellen kann man es jetzt schon.